Hallöchen, meine Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Let's Play Gotus Beta. Gotus Beta. Beta. mit mir, Ocomic. Ich hoffe, ihr seid wieder fleißig dabei zuzuschauen. Und lasst mir doch ein paar Grüße in den Kommentaren da. Da freue ich mich. Das macht meinen Tag doch gleich viel schöner. Und hoffe natürlich, dass euch die Gotus Beta schon so weit gefällt. Also ich muss sagen, am Anfang war ich jetzt noch nicht so überzeugt davon. Aber je mehr es sich dann entwickelte, desto besser wurde es dann auch. Also desto mehr war ich dann auch davon überzeugt. Und es ist wirklich sehr schön. Es spielt sich sehr gut und flüssig. Und ich hatte bis jetzt auch keinen Absturz oder irgend sowas gehabt. Also läuft alles wunderspitzenmäßig hier. Und ihr seht ja, wir haben ja schon eine relativ große Stadt geschafft zu basteln. Ja, und ich hoffe mal, dass wenn wir dann ins Bronzezeitalter kommen, auch unsere Häuser schöner und toller werden. Oh, das... Ja, was kann ich für dich tun? Moses? Osmosis? Guck mal. Ich baue dir eine Brücke, Moses. Hier ist zwar kein Wasser, wo du drüber laufen kannst. Aber schau es dir an, der Landstrich. Er wächst zusammen vor deinen Augen. Es ist ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Ich hab's genau gesehen. Tada! Ja, dann. Es kann sich nicht jeder an die Klippe stellen. Nur der kleine Moses, bei dem klappt das. Du musst auch außen rum gehen, Mensch. Ah, hier haben wir wieder so einen hässlichen Wolf. Blub. Kann ich den Tempel einreißen? Nö. So. Es ist natürlich so, kleinere Häuser sind gut, um schneller zu bauen. Größere Häuser sind gut, um mehr Glauben zu bekommen. Ich denke mal, man muss dann so ein bisschen Ausgewogenheit erlangen. Für das Ganze. Muss dann schauen, muss ich mich jetzt erstmal ausbreiten oder brauche ich mehr Glauben? Muss ich mehr Häuser bauen aktuell? Ich meine, hier haben wir noch unsere Sparta-Gruppe, wo man jetzt jemanden rein... schicken können. Das ist Sparta! Das ist keine Blasphemie. Ja. So, das da weg, das da weg. Ein Gotus-Livestream wäre bestimmt auch mal ganz cool. So kann man dann sehen, wie das Ganze hier sich entwickelt nachher. Ich hasse diese kleinen Dinger, die da so rausragen. Den ganzen Platz wegnehmen. So. Ist es nicht wunderschön? Ah, da bauen auch schon welche oben an dem Dings, sage ich jetzt mal. An dem Schrein dran rum. Ich denke mal, es wird wieder eine Landerweiterung sein. Blub. Es wird bestimmt wieder eine Landerweiterungsmöglichkeit sein, dieser Schrein. Und hoffe mal, dass ich dann noch ein bisschen weiterbauen kann. Und das Wichtigste, was wir natürlich hier haben, ist dieser voluminös große, arschriesige Tempel. Wo ich natürlich auch noch nicht weiß, was wird das? Deswegen bauen wir jetzt erstmal hier so ein paar Hütten drumherum, dass dann die Leute, die in den Hütten wohnen, anfangen können, diesen Tempel aufzubauen. Weil mit einem werden wir da wahrscheinlich ewig dran bauen. Man sieht ja auch, wie lange die drei hier benötigen, um diesen Schrein da aufrechtzuerhalten. Das ist der Schrein, da kann man sich da vorstellen und schreien. Ah! Gott! Warum hast du mich verlassen? Ach, die kommen da nicht runter. Sag das doch. Sagt Hallo.
Was noch helfen würde, wären vielleicht so ab und zu mal so ein paar Sprechblasen über den Köpfen von den Figuren. Wie es ja in manchen Spielen schon gemacht worden ist. Weisen wir mal auf die Sims hin. Die von... Huch, habe ich jetzt aus Versehen draufgeklickt. Von die Sims gibt es ja auch noch keine wirkliche Göttersimulation. Könnte man auch machen, so... kleine Götter und dann in die Sims das zu übertragen. Also wie gesagt, bei SimCity würde ich mich ja sehr freuen, wenn man so eine Stadt baut und seine Sims da reinsetzen könnte. Man kann dann in SimCity die Stadt weitergestalten. Du kannst dann in so Geschäfte gehen und Sachen machen, die du da gebaut hast mit deinem Sim. Das wäre doch mal bestimmt recht lustig, aber bestimmt auch recht aufwendig, dann diese zwei Spiele zusammen zu verknüpfen. Obwohl ich ja schon gespannt bin, was passiert, wenn es denn dann die Sims 4 gibt, die ja auch kommen sollen. Das muss alles weg. Muss alles weg. So. Ah, da kriegen wir eine Dreierhütte hin. Kriegen wir hier noch vielleicht noch eine Einerhütte hin? Ah. Ja. Haben wir doch schon fast gedacht, oh, es ist wieder irgendwo einer gestorben. Aus unerfindlichen, göttlichen Gründen. So, da ist dein Fahrstuhl zum Himmel. Was ist mit euch Jungs hier? Das sieht noch nicht so aus, als wäre es komplett fertig. Strengt euch mal ein bisschen an, euer Gott. Will mehr Macht. Macht. So, das hier ist diese wunderschöne, glänzende Stadt. Die Stadt aus Gold. Goldständer. Austin Powers. Ach, hier bauen sie auch an einem Tempel. Oh, das ist aber schön. Überall bauen sie an Tempeln und Statuen und allem drum und dran. So muss das sein. Huldigt und verehrt euren Gott. Oh, hier, da bauen sie tatsächlich schon an dem größeren Tempel dran rum. Das hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht, weil sie schon angefangen haben. Aber ist natürlich schön, wenn sie schon angefangen haben. Ich wollte hier jemanden heilen, aber es ist gar keiner, es ist nur ein Schatten. Er ist nur ein Schatten seiner selbst. Zwischendrin muss ich mal gucken, dass wir mal auch ein bisschen Glauben abfassen können. Muss sich ja lohnen. Was ist eigentlich immer dieser Herzschlag da? Was haben wir denn jetzt geschafft? Stone Cottages. Cottages? What? Society Card. Ah, okay. Ein paar Mud Bricks hat man schon gefunden, das weiß ich. Oak hat man auch schon gefunden, das weiß ich auch. Und Sandstone haben wir noch nicht genug. Okay, Sandstone. Sandstone, aber heute habe ich aber auch ein kleines Sprachproblem irgendwie. Sandstone haben wir noch nicht genug gefunden. Sandstein. Ah, Leute, das gibt's gar nicht heute. Es geht nicht mehr. Ich ziehe mich zurück. Schließ mich ein. Wow, hier, guck mal. Schick. Wow. Erstens, was war das? Und zweitens, ich will es nochmal machen. Es scheinen meine Leute zu heilen und positiv zu beeinflussen. Also, kostet mich das irgendwas? Glauben oder so? Nö.
scheint nichts zu kosten. Das ist gut. Wenn es nichts kostet, ist immer gut. Blum. Geheiligt werde dein O-Comic, dein Wille geschehe. Amen. Wann sind sie denn jetzt mal endlich fertig hier mit Tempel bauen? Ich will mein, mit Schrein bauen. Ich will mein Schrein einziehen. Der Geist soll durch diesen Schrein zu euch sprechen. Er soll euch anschreien. Stone Cottages, da kriegt man wieder auf jeden Fall neue Häuser und dann ist bestimmt die nächste Ära schon das Bronzezeitalter, denke ich mal fast. Bin natürlich mal gespannt, wenn es denn die Vollversion gibt, wie weit wird es denn dann von den Zeitaltern gehen? Bleiben wir dann beim Bronzezeitalter, wie so ein kleiner Chinese, Bronzezeitalter stehen oder geht es dann weiter? Ich verhaspel mich heute aber auch ständig. Weiß gar nicht, was los ist. Ich frage mich auch, warum wir so viel Glauben brauchen. Ich denke mal, ihr Champion 10.000 erklärt schon einiges. Swamp ist der Sumpf. Meteor Strike, Armageddon. Oh mein Gott. Temple of Healing, Temple of Happiness, Statue of Purity. Ach, das, man kann auch solche Tempel, wie sie hier schon gefunden werden, wohl errichten. Earthquake, Tidal Wave, Tornado, Volcano. Ah, das sind dann die teureren Sachen, die man wohl im Laufe des Spiels noch bekommen wird. Und da kann man wohl dann auch im Multiplayer gegeneinander dann so Vulkane und sich da ein bisschen ärgern mit so einem Vulkan und allem. Ja, finde ich ja sehr lustig und interessant, wenn man dann den Gegner mit seinem Vulkan quasi ausschalten muss, ne? Oh, ich habe ein Bing gehört. Ihr Toast ist fertig. Land Expansion. Ja, das habe ich doch mir gedacht, dass wir hier ein bisschen weiter expandieren können. Oh, wunderbar. Guck mal, wie weit das jetzt geht. Eine Serie jetzt bald fertig oder nicht? Was ist das da hinten? Ach, noch ein Schrein. Sehr schön. Das ist dann wieder die nächste Erweiterung fürs Land wahrscheinlich. So, dann haben wir es einmal nach da expandiert. Dann können wir es auch nach hier noch expandieren. Und hier sehe ich schon wieder irgendwo ein paar Karten rumfliegen. Ah, da hinten. Ist das hier felsig? Was ist das hier für eine Gegend? Das ist ja alles... Besteht ja alles nur aus Steinen. Oh, Flint. Ich glaube, Flint brauche ich noch für irgendwas. Genau. Um die Architektur weiterhin freizuschalten. Boah, diese ganzen Steine hier. Da kann sich ja keiner niederlassen. Oh, hier sehe ich auch noch ein paar Seiten rumfliegen. Er sagt Home, sagt er gerade wieder. Welcome home. Vielleicht kennt es jemand aus der Nikon-Werbung. Der Künstler dazu ist übrigens Radical Face. Und das Lied heißt tatsächlich Welcome Home. Wer hätte das gedacht? Stone Cottage. Pickaxe. Brauchen wir dann noch eine? Glaub nicht. Haben wir noch genug gesammelt. Vielleicht brauchen wir später nochmal. Können wir irgendwas anderes zum Abbauen finden, eventuell.
So, ein Dreier. Ein Dreier. Ein Flotter. Solange es kein Flotter Otto ist und nur ein Flotter Dreier, geht's ja immer noch, ne? Klickst du mit rechts? Wird's auf einmal größer? Oh, ist das eine besondere Kiste hier? Oder sehen die immer so aus? Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einmal Flint und schon haben wir wieder was freigeschaltet. Und hier sieht es mir fast danach aus, als würden sich hier eventuell wieder zwei Kisten aufhalten. Sandstone! Her damit, immer her damit. Kann nie genug Sandstein haben. Und vor allen Dingen, warum Sandstein? Wieso sollte man die Häuser sich aus Sandstein bauen? Der ist doch nun nicht so toll, dass man da groß Häuser draus bauen sollte. Huch, nicht zumachen, aufmachen. Ah, die liegt wenigstens nicht so tief vergraben, Gott sei Dank. Nochmal Sandstone, hey, guck mal. Neue Häuser freigeschaltet. Larger Abodes. Ich wollte das lesen. Ach, Mensch, ich hab mich immer noch nicht dran gewöhnt, dass das... Larger Abodes can house more of your population and generate more belief. Ja, das hoffe ich doch. It was possible for the primitive humans to build elaborate stone structures. The temples of Egypt being the most vicious examples. Abodes made from stone were much stronger structurally, allowing larger boats to be built. Okay, also wir kennen diese Sandsteinstrukturen schon aus dem alten Ägypten. Und es ermöglicht uns natürlich mehr Glauben dadurch zu erhalten. Und es wurde den Menschen ermöglicht, natürlich stärkere und länger anhaltende Behausung zu bauen, die mehr ausgehalten haben und auch die ganzen, ja, Größenverhältnisse geändert haben, in denen man bauen konnte. Konnten jetzt größere Gebäude bauen. Habe ich da hinten noch Papyrus rumfliegen sehen? Ja, ich sehe richtig. Und was wir denn für eine Karte da hinten bekommen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.